Sonne scheint, es ist minus 10 Grad. Ich bewege hier zu meinem Vater noch mal fahren. Wird eisekalt. Schnee überall. Ich zeige euch mal kurz die 100. Und guckt jetzt gleich. Tagebuch live von Checho TV. Instagram läuft mal kurz, die Sonne scheint, ein wunderschöner Tag in Berlin, minus 10 Grad, 8:43 Uhr, Weg nach Marzahn, ich bin Preuß, hier ist die schöne Trainingsarea, bald einschneit, Gasometer, nicht weiter. Gut, einfach nochmal verschneite Berlin zeigen. Noch mal kurz ein bisschen online, ja? Kurz noch welche Fragen sind oder so. Das ist sehr schön. Josef Omera, du warst doch mal ein Kind von mir, wa? Als Erzieher, wie geht's dir? Hier ist Robinetta, noch mal schlecht, wie geht's dir? Ja? Was Fragen hast? Ja, Fragen. Südkreuz gerade. Ich sag nicht viel, ich wollte nur ein bisschen Berlin zeigen und das Tempo verfällt. Kommt danach. Ja, ein bisschen nach hinten. Dann könnt ihr mich ein bisschen besser hören vielleicht. Hier ist die Dachterrasse Südkreuz. Hier ist die Sonne. War schon doll am frühen Morgen. Schöne Giebel, wenn der Tag beginnt und die Sonne scheint und alles mit Licht überflutet, so Tageslicht, so ist wunderschön. Einfach toll, die 100 ist da und jetzt für den Autos. Da ist Polizei, seht ihr sie da? Blaulicht. Polizei, danke nochmal, dass ihr wieder mithelft und so Berlin zu beschützen. Und genau. Ich gehe nochmal fahren zu meinem Vater. So, Brunch, Frühstück, Mittagessen. Hier ist Tempo. Ich fühle mich noch, dass Tempo fällt. Und dann leite ich hier Instagram hoch. Es gibt nichts Neues. Ich habe gestern den aktuellen Plan noch vorgestellt. Wenn ich Fragen habe, wie gesagt, guckt er mich oder Marina an zum Change the Day. Wie ist weiter südlich gebrochen, dann südlich schlafen. Ja, ein bisschen vermisse ich Marina, das ist so ein privates Problem. Aber sie schreibt mir immer und so. Und ich versuche da wirklich Freiheit zu geben, dass sie als freie liebe Frau einfach selbst entscheiden kann, was sie tut. Und ich will sie nichts drängen, nicht manipulieren oder sonst irgendwas. Ja, sie kommt zu mir oder sie kommt nicht. Feierabend. So, jetzt Tempo fällt, wie machen wir das denn? Um meinen Geburtstag?
Das Rewe-Auto? Frische Luft hier. Das ist so eine Eiswüste, wa? Da kann man ja Ski laufen. Hier ist die Autobahn. Verabschiede ich mich jetzt erstmal hier auf Instagram, lade ich jetzt mal hoch. Der Cabo Ski. Und ein bisschen hier an die Welt. Und nominiert er erstmal Ende, ja? Mein lieber Papa hat heute Frühstück Mittag gemacht, gleichzeitig, da ist er hier, Henry. Hat mich gefreut. Eigentlich war ja nicht geplant. Wir wollten ja eigentlich um 12 essen, aber jetzt sind wir schon früher fertig geworden. Also schon ins Vier treffen wir zusammen. Ja, Henry macht gleich Mittag da. Ist okay, wa? Was ist mit deinem T-Shirt? Ist kaputt, Papa? Also, es sind leckere Kartoffeln mit Speck, ja? Mhm. Tomate und Schnittlauch. Mhm. Gras. Hier ist diese Rahmenerbsen, die esse ich als Kind jetzt schon voll gerne. Und das ist so eine fette Bulette, ja? Hast du Edeka gekauft oder wo? Selber gemacht. Und Hackfleisch. Geil, mein Vater kann nicht kochen. Richtig gut. Was ist denn Soße, diese Rahmensoße? Jägerschnittsoße, wa? Und Nachrichten? Und sonst, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut soweit, ist alles in Ordnung, habe ich gerade schon gesagt. Aber ich will es auch nicht alles so öffentlich sagen. Wenn wir jetzt quatschen, ein bisschen auch privat. Hab gesagt, vor allem müssen ein bisschen Marina. Private Probleme. Ich weiß halt nicht, ob sie jetzt schwanger ist oder nicht. Und wo sie überhaupt ist, weiß ich auch nicht, in Brandenburg. Aber sie schreibt mir jeden Tag Worte, dass sie gut geht. Wie viel? Schön. Okay, ich esse, ich leg auf, bis später, ja? Ja, gerne. Gerade bei Joe Biden mit Valentinstag. War sehr lecker, Papa. Wirklich, also die Erbsen und so, ich bin sehr zufrieden. Ich habe ein paar Mal gekocht. Wir quatschen gerade über alles Mögliche, über Gott und die Welt. Ich wollte dir mal dieses Buch hier mal zeigen, aber du hast ja immer keine Lust, war so Buddhismus hier. Direkt, mir letztens gekauft. Ist nicht so dein Ding, wa? Du setzt der Sonne. Fandest du aber, also, was wir da gelesen haben, war interessant, oder? Mit diesen drei Seiten. Norman? Hm? Ich bin Realist, was deine Mutter nie war. Das fängst du über meine Mutter an, wir haben doch gerade über Buddhismus geredet. Ja, ich bin. Das, was ich sehe, das, was ich empfinde, das, was ich fühle, das glaube ich. Und das wäre? Du bist vor mir heute, du bist eigentlich auch was Neues. Das Essen schmeckt dir. Ja, das hat der Live-Zuschauer von heute. Ich habe heute auch Zeit. Alles klar. Okay. Wie das vorletzte Mal, dann hast du wieder durch den Wind. Du warst ein bisschen traurig, wa? Du hast mir gesagt, du hast nicht gut geschlafen, ist doch egal. Ich hatte Albträume und so. Ich dachte, vielleicht hatte ich Corona auch. Vielleicht hatte ich Corona. Kann sein, dass ich Corona hatte. Geht vor mir. Es hätte sein können. Ich hatte also richtig so Atemnot abends in der Nacht. Nee, das ist bei dir auch mal anders. Albträume. Aber heute geht es mir richtig gut. Ich habe gut geschlafen. Ich mache mir abends immer so eine Wärmflasche, so einen Schlaftee. Die 23 Uhr mache ich mein Handy, also schon vorher schon, mache ich mein Handy aus und ziehe den Frühstück auf. Klare Tag-Nacht-Rhythmus. Zeig mir jetzt eine Pille. Ich bin heute begeistert, dass du. Ich hab mich. Hm? Ich war nicht traurig. Du kennst mich, ich bin immer früh aufstehen. Ja. Ich bin immer gewählt. Du hast immer früh aufstehen. Du hast so. Ich bin heute früh, hatte Nachtisch. Ich bin um 1:30 ins Bett. Heute früh. Oh, kurz leiser. Alkohol, ja, was? Halb 7 hat mein Wecker geklingelt. Halb 7, 6:30 Uhr, okay? Ja, um 1:30 war ich im Bett. Ja? Ich guck raus. Hey. Frische Luft, oder? Ah, ja. Ich dachte, boah, leck mich am Arsch. Die kalte Luft hier, war oder was? Herrlich, frisch. Ich mich angezogen. 2 Uhr nachts? Nacht? Nee, 6:30 früh. Achso, heute ganz früh. Ne? Unterhose an. Ich war auch spazieren heute früh. Unterhose an? Ja. Trainingshose, Pullover, dies, jenes, eingepackt. Bin ich nach Ahrensfelde, 1,5 Kilometer gelaufen und zurück. Ich bin Fahrrad, also Fahrrad geht nicht bei der Kälte, oder? Nee, den mache ich nicht bei der Kälte. Krass. Und ach, du bist nach Ahrensfelde gelaufen und wieder zurück? Nein. Schade, dass du keinen Hund hast, wa? Ganz keine Zeit, wa? Der kann nicht alleine hier sein, wa? Du brauchst jemanden, der auf den Geld hättest, ja, aber der kann nicht die ganze Zeit hier alleine sein, wa? Nein, das ist Tierkühlerei, das ist scheiße. Aber ansonsten wäre es ja ganz schön, dass du mit dem Hund mal spazieren kannst, wa? Mein Ziel ist noch. Weißt du, mit Arco? Guter Hund? Wann ist der geile Hund? Arco? Wenn nicht,
Ich schaffe zur Rente und bin noch einigermaßen tätig mit meinen Daten. Alter, da kommt der Hund bei. Na, wenn das mit meiner Party klappt und so in der Zukunft und so, da kommt ein bisschen Geld drin, dann kaufen wir uns wieder den Hund. Okay? Nein, du nicht. Können wir uns den nicht teilen? Du nicht. Ich will noch was in Arco. Was willst du für eine Rasse? Na, auch wieder so was. Können wir nicht so ein, ich wollte so ein Männchen und ein Weibchen haben, dass die sich dann paaren. Zwei Hunde. Nee. Unkastriert. Ich schaff's das nicht. Welche Rasse nehmen wir? Hm? Welche Rasse? Nur wie Akku. Nochmal Rottweiler Schäfer Hund. Ich hatte mal jetzt so einen Bernardiner oder so, so einen richtigen Wuschelhund. So ein Beethoven. Nein. Rumpass hier vorne, wa? Was? Mit den Rumpass. Okay. Susanne. Gut, ich mach mal einen Cut hier kurz machen. Oder? Ich muss kurz mal Pause machen. Ich geh mal kurz mal die Bildzeitung durchgehen, wenn wir schon mal, lass mal rufen. Ja, ich brauche kurz mal eine Pause. Mein Magen ist jetzt voll schon. Ich brauche kurz mal eine kurze Verdauung und dann esse ich weiter. Hier. Zeig mal kurz durch. Du hast ja auch mal gesagt, das wollte ich noch mal kurz hier. Also, das hat mir ein bisschen Sorgen gemacht mit dem Joe Biden und mit der, mit China, wa? Das ist gefährlich. Da bin ich auch der Meinung, da muss der Joe Biden ganz vorsichtig sein, was er sagt. Ich glaube, er hat gesagt, dass er nicht will, dass China die Menschenrechte verletzt und dass sie irgendwie. Die sollen den fairen Handel machen. Da soll er sich an die eigene Nase fassen. Okay, bin ich auch der Meinung, gebe ich dazu, lieber Herr Biden, Sie sind ganz neu im Amt. Die meisten, die große Sprüche kloppen, ist halt auch, ich meine so, China, Asien generell sind die meisten Menschen auf dieser Erde. China hat 1,4 Milliarden. Dazu kommt noch Thailand, kommt Sri Lanka, kommt die ganzen Asien, Russland, die ganze Kontinent sind, sag mal, ich guck mal, 3, 4, 5 Mal so viele Menschen wie USA. Deswegen brauchen wir Asien. Und wenn die dann nochmal andere Länder, andere Gesetze haben oder andere Regeln, muss man mit denen kooperieren, oder? Man muss mit denen kooperieren. Hier sind die Grünen. Aber wenn ich mich aufspiele, wie der große Weltpolizei. Naja, vielleicht hat er sich ja falsch ausgedrückt, einfach nur in dem Interview. Oder die Medien haben ihn vielleicht falsch verstanden oder so. Okay, Thema wechseln. Was ist hier mal die Grünen? Wie findest du Anton Hofreiter? Er sagt, die wollen Einfamilienhäuser verbieten. Ja, die hat voll Knaller. Also ich mag die Grünen, ich werde die auch wählen. Aber er meint damit, die sollen mehr Wohnungen bauen, oder? Was die, er meint damit eigentlich, was er sagen will, ist, die sollen mehr Wohnungen bauen. Ja. Das will er eigentlich sagen. Ja, aber keine eigenen mehr, sondern große Wohnungen. Richtig, so ein Klopper wie hier. Kanickelstelle, die hat doch einen Knall. Was? Kanickelstelle. Naja, aber wir brauchen in erster Linie Wohnungen, da hat er recht, oder? Es gibt nicht genug Wohnraum in Berlin. Und ich glaube, das will der Anton Hofreiter sagen. Und da haben wir auch recht, deswegen wähle ich auch Grün. So, hier ist Lidl. Wie findest du Helene Fischer? Helene Fischer, ist die gut? Sieht gut aus. Atemlos durch die Nacht. Fehlerfrei. Star ist nicht bei mir. German's Next Topmodel. Ach, eine ist gestorben hier, wa? Eine Maria Schimanski oder so? Die irgendeine. Kannst du von mir aus die Zeitung mal mitnehmen? Den Rest kann man reden. Ja, bitte machen. Thomas Gottschalk ist schön, 40 Jahre. Wisst ihr, wie der in Amerika war, Thomas Gottschalk? Wie der da in diesen riesen Supermarkt reingegangen ist? Kannst du dich daran erinnern? Der ist auch geflüchtet irgendwie, wa? Von der Ostseite. Du warst ja auch Osten in Zeiten erlebt, oder? Hm? Ostberlin, wie lange hast du in Ostberlin gelebt? Ich bin mit Christine da aufgewachsen mit dir. Von 19, du bist ja 63, 62 geboren, wa? Wie viele Jahre warst du Ostberlin? 20 Jahre? Die Hälfte meines Lebens. 20, 30 Jahre. Circa, wa? Ja. Und im Ostberlin gab's ganz viel nicht, oder? Ganz viele Lebensmittel gab's nicht, wa? Zwischen Mandarinen. Lass doch nicht so eine Scheiße. Das hast, sie ist, gab's nicht so oft. Was? Die gab es nicht so. Aber nicht so eine Auswahl wie heutzutage. Nein. Meine ich aber doch. Aber wir haben nicht gehungert. Und sowas wie dich gab es nicht. Was meinst du? Arbeitslos ein Jahr. Gab es keinen Arbeitslosen DDR? Nein. Achso, okay. Wenn du zum Faul warst zu arbeiten, spätestens nach 4 Wochen, hatte ich die Polizei eingebuchtet. Ernsthaft? Aber wenn ich dir dann sage. Ja, dann war der aber nicht gut in der DDR, oder? Ja, war sehr gut. War doch sehr gut. Überleg dir mal. Was denn nun? Du hast eine Arbeit zugewiesen gekriegt und wurdest wieder integriert. Heute kommst du aus dem Gefängnis, du hast kein Geld, du hast keine Wohnung und hast keinen Job. Also. Ist das so also wie China, oder? Gerade Kommunismus ist das, oder? Der Staat hat die absolute Gewalt. Ist aber wie gesagt, das war eine Ordnung. Oder? Also du warst halbwegs zufrieden in der DDR. Ja, wegen den Menschenrechte war scheiße. Wir waren aber die Situation heute ist besser, oder? Das Theater, Drogen und dies und jenes. Drogen gab es auch nicht in der DDR. Verboten. Es gab keine. Achso, wie praktisch. Ja, wenn es keine Drogen gibt, dann gibt es auch keine Drogenprobleme, oder? Das ist natürlich stimmt. Stars Born, Frühling. Guckst du heute Fernsehen? Musst du morgen arbeiten? Independence Day. Morgen musst du arbeiten, ja? Frühschicht?
Wieder 6 Uhr heute? Ja. Ach, die Scheiße. Ich hab morgen frei, ich muss 15 Uhr Gottesdienst. Ich gehe 15 Uhr morgen nur Gottesdienst. Aber ich habe einen neuen Vorstellungstermin in der Schule. Ich war da gewesen. Vielleicht nehmen die mich. 1. oder 15. März als Erzieher wieder. Heute? Nee, ich habe letzte Woche. Diese hast du mir geschickt? Genau, ich war da. Schöne Schule in Marienfelde oder so in der Richtung. Muss Brandschutzexperten mal beschützen? Irre. Weil die Polizei muss sich irgendwas beschützen? Brandschutzexperten, okay. Hier ist eine eingebrochen im Eis, hast du gesehen? Hier ist eine eingebrochen im Eis mit dem Hund. Entwarnung Großbrand, das ist in Marienfelde, gesehen. Frau in Wohnung tot aufgefunden. Ach, ich. Ja, ich nehme das für mein Tagebuch gerne mal auf. Weil ich habe das morgen schon wieder vergessen. Ich lese die Zeitung immer durch. Morgen kommt schon die nächste Zeitung, habe ich das schon wieder vergessen. Das geht so schnell. Hertha spielt heute, oder? Schaffen die das? Gegen, ja. Gegen Stuttgart auswärts? Das müssten sie eigentlich aber. Union ja. Ist zu Hause gegen Schalke. Ja. Wie steht überhaupt Hertha hier? Platz 15. Ach du Scheiße, im Abstiegsdroht. Sieht nicht gut aus. Union ist auf 9. Platz. Und Bayern ist mal wieder ohne rüber vorne. Ist ein bisschen langweilig, Bundesliga. War. Guckst du den Pop noch? Komm. Ich guck. Nicht mehr. Wann soll ich das machen? Heute ist mein erster Tag. Ja. Morgen habe ich Frühschicht. Okay. Ich bin froh, dass ich heute zu Hause bin. Also auch wegen Corona gerade hat man ja keinen Bock, irgendwie was sich da großartig Fußball zu gucken. Die ganze Stecken und alles. Also erstmal Corona besiegen und dann Fußball wieder gucken, oder? Ja. Würde ich auch sagen. Hast du gesehen, Sammy Khedira? Der ist wie mein kleiner Bruder, der ist bei Hertha. Was? Sammy Khedira spielt bei Hertha. Das sieht aus wie dein Bruder. Nee, er heißt wie mein Bruder. Ja. Sammy. Und er ist so ein cooler Fußballer, oder? Der ist so weltberühmt. War der nicht mal mit Lea Gerke zusammen? Oder ist jetzt dann? Keine Ahnung. Gib mir ja nicht an. Sonst noch irgendwas wichtig in der Zeitung? Was ist das hier? Nach 25 Minuten. Take That? Kennst du ein Lied von Take That? Robbie Williams? Ja, Robbie Williams kennt man ja. Irgendein Lied von Take That. Mark Owen. Promises. Weiß ich nicht. Sieht ein bisschen schwul aus. Was ist das hier? No Angels? Also Teilzeit. Hier ist der. Wusstest du, dass der thailändische König anscheinend in Deutschland wohnt? In Bayern? Oh, schon lange. Wie geht denn das? Der thailändische König kann doch nicht in Deutschland wohnen. Ich meine, ist okay, wa? Also ich habe jetzt nicht dagegen, aber ist ein bisschen komisch, oder? Bist du nicht in Thailand sein? Okay. So, weiter im Text. Mal kurz nochmal aus. Ich mach mal erstmal. Cut hier. So, danke für das Interview. Hast du noch eine Frage an mich? Hm? Hast du noch eine Frage an mich? Nein, nein. Machen wir da irgendwas? Was willst du machen? Das kann ich machen, wa? Kannst du noch ein bisschen Geld leihen? Ich bin ein bisschen knapp bei Kasse gerade. Was gut, wenn die Zeit läuft. Mal jetzt fest. Auf den roten. Jetzt läuft die Zeit. Siehst du? Hm? Jetzt läuft schon. Jetzt ist okay. So, ich bin hier. Ich hab neue Jacke von der Powerbomb. Danke. Die wirklich ist richtig schön winterwarm, wa? Das hat so ein spezielles Futter wahrscheinlich, wa? Die Wärme. Firma heißt die Alaska, wa? Alaska. Aus Kanada, oder? Ist so ein Kanada. Hab ich noch nie dran gelesen. Schau dir das mal an, kurz. Sie sind eigentlich schön warm. Halten die eigentlich ewig? Muss man jeden Tag gießen? Ja, schön. Ich muss mal gucken, was ich hier mache. Läuft die Zeit noch? Ja. Wollte mal kurz hier mal Zahn zeigen. Dass man kurz kaum raus. Ich gehe nicht raus. Ist mir zu kalt. Ach so, ich wollte mal. Nimmst doch nicht weiter, wa? Frische nee. Luft ist da. Ist ein schöner Tag. Hier, komm mal her. Stell dich mal zwischen die Pfeilen. Ey, ist geil. Weil im Winter sich auch schön ein bisschen verstecken. Wenn es mal richtig steigt oder so oder richtig Regen kommt, hast du eine schöne Kapuze. Kann man die zumachen? Ich hab's das nie ausprobiert. Schön. Musst du selber ausprobieren. Hast du ausgemacht? Also, läuft immer noch. Ja, danke, Papa. Sehr nett von dir. Du bräuchst mal ein neues T-Shirt, du bist kaputt. Was? Dein T-Shirt ist kaputt. Ja.